Miriam Holstein ist Journalistin. Sie studierte Romanistik, bewarb sich übrigens einmal für den Vorsitz der EKD, ist somit absolut prädestiniert zu entscheiden, wer kompetent ist in Sachen Corona-Forschung und wer nicht. Und hier arbeitet sie sich an Wolfgang Wodak ab, einem ausgezeichneten Arzt, der sehr kritisch ist und sehr kenntnisreich in Sachen Corona. Frau Holstein gibt nicht auf, denn sie gehörte zu einer Journalistengarde, die regelrecht Jagd machte auf kritische Geister während der drei unseligen Jahre.